Wir unterscheiden das normale Schnarchen vom sogenannten Schlafapnoe-Syndrom. Es gibt also Patienten, die machen sozusagen beim Schlafen nur laute Geräusche. Die Atmung funktioniert aber noch, der Sauerstoffgehalt im Blut bleibt normal. Und dann ist Schnarchen, sage ich mal, störend für den Partner beispielsweise. Oder wenn der Partner einen dann weckt, dann ist es auch wieder für einen selber störend. Aber es ist erstmal nicht gefährlich. Deswegen sieht die Krankenkasse auch tatsächlich das Schnarchen nicht so richtig als Krankheit an. Was man so argumentieren kann natürlich. Ich persönlich finde aber, wenn die Patienten eine Beeinträchtigung des Schlafs haben, weil sie eben der Partner, sage ich mal, regelmäßig weckt, dann kriegt das Ganze doch einen Krankheitscharakter. Aber da will ich gar nicht diskutieren. Fazit ist erstmal, Schnarchen ist nicht gefährlich. Über das Schlafapnoe-Syndrom, was auch mit Schnarchen einhergeht, sprechen wir nochmal in einem anderen Video. Jetzt wollen wir uns erstmal nur über das Schnarchen unterhalten. Schnarchen entsteht immer dann, wenn unser Atemweg verengt wird und wir bei der Ein- und Ausatmung quasi durch diesen engen Kanal zu Vibrationen kommen. Diese Vibrationen, die hört man eben. Also das heißt, diese Verengung kann verschiedene Ursachen haben. Eine Ursache ist erstmal, dass der Muskeltonus im Schlaf einfach nachlässt. Und diese Verengung des Atemwegs kommt zum Beispiel ganz typisch durch eine durch mehr Gewicht zustande. Also wir lagern ja Fettgewebe eben nicht nur am Bauch ein, sondern überall am Körper und eben auch oben in den Atemwegen. Und das heißt, je mehr ein Patient zunimmt, umso enger wird häufig sein Atemweg. Und deswegen schnarchen die Dicken einfach mehr. Man muss aber sagen, es gibt auch ganz Dünne, die schnarchen können. Also man kann sich eben leider nicht darauf verlassen, dass wenn sie jetzt 10 Kilo abnehmen, dass das Schnarchen verschwindet. Aber häufig wird das der Fall sein. Und wenn man nachfragt, hört man auch oft, dass die Leute zum Beispiel Gewicht gewonnen haben. Jetzt in der Pandemie ganz häufige Sache. Die Leute haben ein paar Kilo zugelegt und plötzlich das Schnarchen angefangen. Bei mir selber ist das auch so. Ich habe auch kein Idealgewicht. Wenn ich 10 Kilo reduziere, schnarche ich viel weniger. Ich schnarche auch. Im Grunde genommen gibt es, sage ich mal, wahrscheinlich fast keine übergewichtigen Personen, die nicht auch schnarchen, weil einfach der Atemweg zu eng wird. Es kann aber eben natürlich auch andere Ursachen geben für Schnarchen, und zwar zum Beispiel, wenn ihre Nasenatmung nicht richtig funktioniert. Also wenn die Nase zu ist, dann wandeln sie sozusagen, müssen sie nachts auf eine Mundatmung umsteigen, oder um durch die Nase atmen zu können, brauchen sie einen höheren Einsogdruck sozusagen, müssen stärker reinziehen, also mehr Unterdruck in der Lunge aufbauen, um die Atmung sozusagen durch die enge Nase durchzukommen, und das lässt ihren Atemweg kollabieren und dann kommt es eben auch zum Schnarchen. Deswegen ist es so, dass ungefähr 50% der Patienten, die schnarchen und eine Nasenoperation erhalten, das Schnarchen verschwindet, wenn die Nasenatmung wieder gut ist. Also eine Engstelle kann die Nase sein. Die nächste Engstelle kann die Rachenregion sein. Zum Beispiel vergrößerte Mandeln, die komplett den Atemweg verlegen, können eine Ursache für Schnarchen sein. Ein vergrößertes Gaumensegel kann die Ursache für Schnarchen sein. Und was eben auch sehr häufig die Ursache für Schnarchen ist, ist ein kräftiger Zungengrund. Also die Zunge ist ja nicht nur vorne die Zungenspitze, sondern es ist ja ein großer Muskel, der unseren Speisebrei in der Mundhöhle bewegt und den Schluckakt einleitet. Und das ist ein kräftiger Muskel, wer schon mal Zunge gesehen hat, auch vom Rind oder so. Das ist ja schon sozusagen ein echter Apparat. Und der fällt uns hinten, wenn der Muskeltonus nachlässt, in den Atemweg, und dann entsteht eben das Schnarchgeräusch. Und wenn es ganz den Atemweg verlegt, dann kommt es zum Schlafapnoe-Syndrom. Deswegen ist Schnarchen und Schlafapnoe immer nicht so weit voneinander entfernt. Und überall an diesen Engstellen können Sie quasi Einfluss nehmen mit der Therapie, um das Schnarchen eben zu verbessern oder auch zu beseitigen. Das Schnarchen ist am wichtigsten, dass wir es erstmal abgrenzen vom Schlafapnoe-Syndrom. Das Schlafapnoe-Syndrom bedeutet, dass eben nicht nur laute Atemgeräusche entstehen, sondern was eigentlich der viel schlimmere Teil des Schnarchens bzw. des Schlafapnoe-Syndroms ist, wenn es ruhig wird. Also quasi, wenn die Atmung aufhört, der Atemweg wird komplett verlegt, der Patient kann nicht mehr atmen, gibt keinen Sauerstoff ins Blut, und dann kommt es zu einer Art Stress- und Weckreaktion, und der Schlaf ist nicht mehr erholsam.
Und das muss man ausschließen, dass wir wirklich einen reinen Schnarcher vor uns haben. Und das macht man mit, zum Beispiel mit so einer Polygraphie. Polygraphie heißt, die Patienten kriegen so eine Art Schnarchgerät mit nach Hause, was das Schnarchen aufzeichnet, das die Körperlage aufzeichnet, das die Bewegung des Brustkorbs und des Bauchs und damit und den Atemstrom registriert und die Sauerstoffsättigung misst. Und mit diesen Werten können wir eben abschätzen, ob wir ein in Anführungsstrichen harmloses Schnarchen vor uns haben oder ob wir ein behandlungsbedürftiges Schlafapnoe-Syndrom vor uns haben. Deswegen ist eine sogenannte Polygraphie ein unbedingtes Muss bei der Abklärung des Schnarchens. Dann macht man natürlich immer eine HNO-ärztliche Untersuchung, guckt, wo könnte denn die Engstelle sein, die zum Schnarchen führt. Und je nachdem, was man bei dieser Untersuchung findet, kommt dann weitere Diagnostik zum Einsatz, dass man zum Beispiel einen Allergietest macht, wenn es ein Nasenatmungsproblem gibt, dass man vielleicht einen Ultraschall oder eine Bildgebung von den Nasennebenhöhlen macht, um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist. Und wenn Sie diese ganze Diagnostik abgeschlossen haben, dann können Sie den Patienten auch über eine vernünftige Therapie beraten. Damit kommen wir zur Therapie und da sage ich ganz gerne ein bisschen provokant, dass die beste und harmloseste Therapie des Schnarchens Ohrenstöpsel für den Partner sind. Also tatsächlich in dieser Liga bewegen wir uns ja. Ohrenstöpsel für den Partner, auf die Idee kommen natürlich Patienten häufig selbst, funktionieren einfach nicht. Zum Beispiel, weil kleine Kinder im Haus sind und die ist ja oft der Mann, der schnarcht, obwohl Frauen auch schnarchen können. Das ist gar nicht so ein kleiner Teil, aber sag ich mal so grob, ein Drittel schnarchen die Frauen, zwei Drittel die Männer. Und die Frauen wollen keine Ohrenstöpsel tragen, wenn sie kleine Kinder im Haus haben, weil sie natürlich hören wollen, was im Kinderzimmer los ist. Dann geht das schon mal nicht. Oder sie vertragen keine Ohrenstöpsel. Oder man möchte nach dem Verursacherprinzip quasi, dass nicht derjenige, der beeinträchtigt ist, sozusagen auch noch eine Maßnahme machen möchte. Und da kommt es auch vor, dass ich durchaus mal dann sozusagen das Paar einlade, um der Frau zu erläutern, dass zwar das Schnarchen verursacht wird durch den Mann, dass man es aber vielleicht durch Ohrenstöpsel leicht in den Griff kriegen könnte, weil die Maßnahmen, die beim Mann notwendig wären, recht invasiv sind und sie da vielleicht sozusagen nicht so viel Druck aufbauen möchte, etwas gegen das Schnarchen zu machen. Und was eben auch noch eine Möglichkeit ist, sind getrennte Schlafzimmer. Also tatsächlich, dass man sich einfach versucht, mit dem Schnarchen zu arrangieren, weil Schnarchen für sich erstmal gar nicht gefährlich ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Also die Partnerin verträgt keine Ohrenstöpsel. Es gibt nicht die Möglichkeit, in getrennten Schlafzimmern zu schlafen oder man möchte das nicht. Dann fängt es damit an, dass es zum Beispiel so Utensilien gibt, wie zum Beispiel Nasenerweiterungspflaster, wo man also den Naseneingang zum Beispiel erweitern kann. Und das funktioniert immer dann gut, wenn die Engstelle auch im Naseneingang vorliegt. Und es gibt Leute, die dann tatsächlich nicht mehr schnarchen. Oft liegt aber das Problem tiefer in der Nase und dann kann man eben eine Behandlung der Nase durchführen. Und ich hatte ja vorhin schon die Statistik erwähnt, dass wenn Sie 100 Patienten haben, die eine Nasen-OP bekommen und sich also 100 Schnarcher davon rausnehmen, die dann operativ behandeln, dann werden sie nachher nur noch 50% Schnarcher haben. Aber deswegen ist nicht jeder, der schnarcht, mit einer Nasen-OP geholfen. Es gibt ja durchaus Leute, die schnarchen und kriegen super Luft durch die Nase. Und auch eine 50% Verbesserungschance ist ja für einen operativen Eingriff immer noch keine tolle Quote. Deswegen empfehle ich eine Nasenoperation eigentlich immer nur dann, wenn der Patient sowieso unter seiner eingeschränkten Nasenatmung leidet, also die eh therapieren lassen wollte. Sage dann, und dann nehmen Sie doch vielleicht den Schnarcheffekt als Mitnahmeeffekt mit. Freuen Sie sich, wenn das Schnarchen verschwindet. Lassen Sie uns erst die Nase behandeln. Gucken wir, was mit dem Schnarchen ist. Wenn das Schnarchen nicht besser ist, können wir immer noch weitere Maßnahmen durchführen. Und das ist eben eine tolle Sache für Patienten mit eingeschränkter Nasenatmung, kommt aber überhaupt nicht in Frage für Patienten, die keine Einschränkung der Nasenatmung haben. Und ich würde auch so weit gehen, dass eine Operation im Bereich der Nase keinen Sinn macht, wenn jemand schon mal subjektiv sagt, ich kriege sehr gut Luft durch die Nase. Nächster Schritt, man könnte die Mandeln, wenn sie vergrößert sind, Teile entfernen oder ganz entfernen. Man kann das Gaumensegel operativ therapieren. Es wird viele Gaumensegelchirurgie betrieben gegen das Schnarchen. Ich persönlich bin nicht so ein Riesenfreund davon, weil ich tatsächlich finde, Schnarchen ist jetzt nicht so eine
Wahnsinnserkrankung, dass man dafür ernsthafte Risiken in Kauf nehmen sollte. Und deswegen ist das tatsächlich aus meiner Sicht nur eine Therapie in Ausnahmefällen. Währenddessen bin ich ein großer Freund der sogenannten Protrusionsschiene. Es gibt so Schnarchschienen, die den Unterkiefer nach vorne bringen, wenn wir nachts im Bett liegen. Auch in Seitenlage, in Rückenlage natürlich mehr, deswegen schnarchen die Leute mehr in Rückenlage. Aber auch in Seitenlage fällt wieder durch den nachlassenden Muskeltonus quasi der Unterkiefer wird nach hinten gezogen. Der Zungengrund fällt in den Atemweg. Wenn er ihn komplett verschließt, sprechen wir wieder über Schlafapnoe-Syndrom. Wenn er den Atemweg nur teilweise verengt, dann kommt es zum Schnarchen. Und man kann jetzt durch so eine Schiene den Unterkiefer nach vorne schieben, damit die Zunge mit nach vorne zieht, macht den Atemweg frei. Und so eine Protrusionsschiene hat eine Erfolgsquote von 80%. Was deutlich höher ist als alle operativen Verfahren. Deswegen bin ich bei Schnarchern eigentlich immer als erste Maßnahme auf dem Weg, dass man eine Protrusionsschiene versuchen sollte. Wichtig bei der Protrusionsschiene ist, dass es mindestens eine zwei Schienensystem ist, also dass wir für Oberkiefer und Unterkiefer zwei getrennte Schienen haben und dann kann man das Grad der Protrusion letztlich einstellen. Und was bei der Protrusionsschiene einfach einschränkend gesagt werden muss, ist, das finden halt manche Patienten unangenehm, das drückt an den Zähnen. Manche Leute kriegen Würgereiz und vertragen so eine Protrusionsschiene nicht. Da muss man tatsächlich über Alternativen nachdenken. Aber der Großteil der Patienten kommt mit einer Protrusionsschiene sehr gut zurecht. Da gibt es dann, sage ich mal, thermoplastische Schienen, die eben günstiger zu haben sind und sehr professionelle Schienen, die vom Zahnarzt mit Abdruck angepasst werden und übers Labor letztlich dann individuell angepasste Schienen sind, die von den Patienten sehr gut vertragen werden, die leider auch ihren Preis haben und aber den sozusagen mit sehr wenig Nebenwirkungen einhergehen, wenn man mal von Schäden, die am Zahn theoretisch entstehen können durch Druck, wenn die Schiene falsch angepasst ist oder so entstehen würden. Oder manche Leute vertragen es einfach nicht, wenn ihr Unterkiefer dauerhaft nach vorne gebracht wird. Deswegen kann man da auch das einstellen, dass dieses Maß der Protrusion nicht übertrieben wird. Und aber das ist tatsächlich das, was bei meinen Patienten ich am häufigsten durchführe, weil es eben sehr erfolgreich ist, wenig invasiv ist und auch auf Bedarf benutzt werden kann. Häufig ist es ja so, dass man eigentlich nicht jede Nacht ein Problem hat, sondern vielleicht, wenn man zwei, drei Gläschen Wein getrunken hat, kann man die Protrusionsschiene reinmachen oder wenn man im Urlaub ist und auf engem Raum vielleicht schlafen muss oder wenn man irgendwo unterwegs ist, mal mit einem Freund oder Freundin im Hotelzimmer und es ist einem peinlich, dass man schnarcht, dann kann man diese Protrusionsschiene super tragen. Und zu Hause, sage ich mal, ist vielleicht so, dass die Frau in manchen Nächten Hornstöpsel tragen kann, in manchen Nächten das Schnarchen tolerieren kann. Und wenn es ihr zu viel wird, dann stupst sie quasi ihren Partner an und sagt, mach doch mal deine Protrusionsschiene rein und dann können beide wieder schlafen. Die Erfolgsaussichten unterteilen sich, würde ich sagen, wie folgt. Die reine Nasenchirurgie bei Patienten, die eine Nasenatmungsbehinderung haben, wird in ungefähr 50% der Fälle erfolgreich sein. Die Gaumensegelchirurgie ist schmerzhaft und invasiv, hat meiner Meinung nach auch nur eine Erfolgsquote von ungefähr 50%. Und die Protrusionsschiene ist in ungefähr 80% der Fälle erfolgreich. Und die Maßnahmen wie Naseneingangserweiterung durch Pflaster oder es gibt so Röhrchen, die man sozusagen in die Nase nachts einsetzen kann, die sind in Einzelfällen sehr erfolgreich, gerade wenn eine Naseneingangsstenose vorliegt, was man wieder bei der HNO-ärztlichen Untersuchung feststellen kann. Und aber oft eben nicht erfolgreich, weil oft liegt das Problem nicht im Naseneingang, sondern vielleicht ist hinten die Nasenscheidewand total krumm und dann bringen die Pflaster nichts. Und dann ist die Erfolgsquote klein. Ich sag mal, aber damit hat man sich im Zweifel natürlich auch nicht viel Geld vernichtet. Ich sag mal, solche Pflaster kosten so 50, 60 Euro in größere Packungen und dann kann man die, oder diese Nasenschmetterlinge und was es alles gibt, kann man im Zweifel einfach mal ausprobieren. Aber man wird schon, das Sinnvollste ist sicherlich, man lässt sich einfach HNO-ärztlich mal durchchecken.
Da kann man schon vieles sehen, wo die Engstellen liegen und den Patienten dann eben gleich beraten, dass er sozusagen nicht so viele frustrale Versuche hat, auf dem Weg das Schnarchen zu reduzieren.